Und eine Mondfeemotte kriege ich ja nachts. Das war jetzt halt, ne, so, achso, den Krempel könnte ich eigentlich aufstellen. Nee, Quatsch, den brauche ich. Ne, ist zum Verkaufen. Achso, ich wollte ja, ja, warte. Ach Gott, was ich alles wollte. So, und ich stelle mal den schrägen Vogel irgendwo hin. Echt jetzt? Gut, passt. Ja, passt. Die Lücke ist dann auch schön besetzt. Gut, gut, gut. Damit ich dran denke, mache ich mal die Items zum Verschenken. Mache ich mal nach unten. Das ist hier Gedöns. Das ist zum Verkauf. Das wird wieder eine längere Sache hier. Ich krieg wieder nix, nix geappelt. Das wird ein 3-Stunden-Video, das muss ich wieder kürzen. Wäre natürlich jetzt lustig, wenn ich den Trank noch mal, mit dem Trank nochmal zu Escher gehe. Oder zu Subira. Das wäre eigentlich auch interessant. Ich glaube, das würde ich auch tun. Dann macht es auch wenigstens Sinn, dass ich so ein langes Video habe, beziehungsweise dass ich die stückeln werde. Kann ich dann hinschreiben. Dusselig, Versuch Nummer 3. Steht das Kätzchen hier irgendwo? Was passiert denn, wenn... Ja, so kann es hinterher flitzen, ne? Aber nicht, wenn es am Rand irgendwo steht, dann sagt es... Achso. Ich könnte, müsste ja eigentlich in die Richtung. So, jetzt gucke ich doch noch mal. Ach nee, ich habe noch den Haken. Heute kriegt's Kätzchen jede Menge Auslauf. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das Plüschvieh hatte ich überhaupt nicht mit dem Vieh in Verbindung gebracht. Ich dachte noch die ganze Zeit, oh cool, dann sehen lernen wir vielleicht irgendwelche sogenannten Palkatzen kennen. Ja, das ist das Tier hier, das ist die Palkatze. Die kennen wir schon. Ich dachte, hier wird dann sowas wie der Mugi nochmal eingeführt. So, jetzt futtern wir mal den ganzen Krempel hier noch. Ja, treffen wir auch noch eine Option. Leistra. Oder Listra, Leistra, ne? Peter Fisch. Da hinten wäre auch noch. Ach komm. Ich brauche ja nur den Kärpfling. Machen wir hier kein großes Zinnober. Kiste. Jep, das gehört da Sinn. Ziemlich sicher. Ja, aber ja. Jetzt ist der Haken kaputt. So. Da hinten ist noch so ein.
Hallo. Also seitdem ich jetzt den Dicken gefangen habe in Sternequalität, habe ich ihn noch nicht wiedergesehen. Bin mal gespannt, ob er denn irgendwann wieder auftauchen wird. Oder ob das jetzt sozusagen Ende Gelände ist, einer reicht. Nicht, dass man sich die komplette Haus damit vollballert oder so. Aber ein zweiter wäre schon cool, ne? Wenn dann sich die gegenseitig so ansehen würden. So wie ich auch diesen Drachenplüschi in doppelt habe, dass der im Eingang sich gegenseitig anguckt. Dass der Eingang gesäumt wird. Finde ich schön. Gefällt mir. Knirsch. Da hinten ist auch noch. Da habe ich doch tatsächlich den einen Baum gar nicht angehackt. Erst anhacken, dann Nachricht senden. Genauso mit der Dari. Wenn du die Dari findest, pflücken und dann Nachricht senden. Und wenn möglich noch so ein Flare-Pfeil draufballern. Alles andere ist nicht gerade clever. Wäre zu uneigennützig. Und das muss ja auch wieder nicht sein, ne? Man muss sich ja hier nicht opfern. Es ist ja genug Zeug da. Da muss man jetzt nicht so ein auf altruistisch machen. Brauchst du vielleicht ein bisschen Boost? Ich glaube, den Boost habe ich eben schon von ihr bekommen, obwohl ich gar nicht so nah stand. Kann das sein? Blum, blum, blum. Fokus alle. So. Obwohl, es wäre gerade der richtige Zeitpunkt für einen Sonnenbarsch, den da die Subira unbedingt will. Der ist ja zur Mittagszeit bzw. zur Mitternachtszeit, wenn die Himmelskörper am höchsten stehen. Habe ich ja jetzt, also zumindest habe ich den Eindruck, dass die da sehr, sehr, okay, sehr, sehr gerne aufkreuzen. Also bis jetzt habe ich sie noch zu keinem anderen Zeitpunkt gefangen. Also der eine war tatsächlich so kurz nach Mittag und der andere war hier genau Mitternacht. Fand ich sehr schräg. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich das auch hineinlesen will in die Beschreibung, ne? Hallo. Na du? Die Ellie, Adventure. Cooler Name. Die Ellie Adventure. Hi.
Ja, ich hatte gewunken. Dass die alle so kurze Klamotten anhanden, ich wäre ich kalt. Wäre ich so kalt. Das hat eine in Animal Crossing gerne gemacht. Die ist immer barfuß rumgelaufen. Und ich dachte nur so, oh nee, der Gedanke. Kalt, 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 kalt. Auch im Winter. Furchtbar. Auf Schnee. Nein. Geht gar nicht. Aber man hat sie sofort erkannt. Sie war eine der wenigen, die das getan hat. Das war so fast schon ein Meme. So, Platin-Borsch. Gut, da hinten gehe ich noch gucken. Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, dass ich mein Level fürs Angeln gar nicht mehr weiter großartig hochkriege, weil ich ja jetzt alle Fische habe, aber... Eigentlich könnte ich mal wieder so eine ganze Tour machen. Ach, guck mal da. Ich kann bestimmt auch Bus gebrauchen. Komisch, der Boost ist jetzt erst gekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihr den Boost überhaupt geben konnte. Okay, Plan. Das habe ich auch noch nicht so richtig gerafft. Manchmal bekommst du Boost, obwohl der Typ nebendran einfach nur mit der Angel in der Hand dasteht. Manchmal bekommst du gar keinen Boost, obwohl sich fast die Schnüre der Angel kreuzen. Nicht die Strahlen kreuzen lassen, nein! Ah, ich muss mal wieder Ghostbusters gucken. Sigourney Weaver, Sigourney Weaver. So, knallrote Haare. Krass. So. Gut, dann gehen wir mal erstmal zu Najuma. 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 Ich habe ja noch Zeit bis zum Abend, bis die Mondfee-Motten erst aufkreuzen. Das ist ein Klecksbarsch, oder? Irgendeiner wollte doch einen Klecksbarsch. Ich glaube, Hekla hatte danach gefragt. Ich weiß nur nicht mehr. In einem Teich? Echt jetzt? Boah. Das ist, weil ich nicht in die interne Wiki nachgucken, in der internen Wiki nachgucken kann. Das ist so lästig. Ein Glückskoi, okay. Nee, das war nicht das, was ich eigentlich gedacht habe. Ein Barsch ist ja auch mehr so flussmäßig, oder? Ach, was weiß ich. Wurscht. Kann ich mir nicht merken. Und was brauchst du? Oh, manche finden es langweilig hier draußen. Mir gefällt's hier. Ich bin nicht wirklich gewohnt, Besuch zu kriegen. Weil normalerweise bleibe ich für mich. Die anderen Leute im Dorf haben ein bisschen Angst vor mir, weil ich öfter mal was in Brand stecke. Wie können sie nur? Ich schätze, das kann ich ihnen nicht vorwerfen. Setzen so gern. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, meine eigenen Tomaten anzupflanzen. Es wäre praktisch, immer einen Snackparat zu haben. Ich würde mir die Samen ja selbst holen, aber ich versuche nicht ins Dorf zu gehen, wenn es sich verhindern lässt. Der kriegt was anderes. Blaubeeren? Die kommen aber nicht von meinem Papa, oder? Also, ich nehme sie natürlich. Alles andere wäre unhöflich. Sag mir einfach nichts davon, ja? Ja. Ja, die neuen Projekte bauen sich nicht von allein. Ja. Süß. Allerliebst. Allerliebst die Leute hier. Die Charaktere. Charaktere, ja. Charaktere sind so putzig. Charaktere, alles klar. Eieieiei.
Wieso rennst du denn? Ich hab doch gar nichts gedrückt, Mensch. So. Huch, hier ist ja gar nichts. Wie piept. Ja, komm. Auf. Ich kann das ja sonst für nichts gebrauchen. Ja gut, die Indermine, toll, ne? Das ist ein bisschen verwirrend dann. Beziehungsweise auch irritierend. Aber da hinten ist noch ein bisschen was. Miep. So, gehen wir mal den altbekannten Weg. Ich habe ja immer noch insgeheim die Hoffnung, dass da meine ganzen wundervollen Palium-Vorräte mal immer wieder nachspawnen könnten. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so dolle, aber insgeheim habe ich dann doch noch die Hoffnung. Wegen des Rubins, ne? Den fände ich irgendwie cool. Wenn man den ausstellen könnte, wäre natürlich mega geil, aber das ist völlig abwegig vermutlich, ne? Ja, schauen wir mal an. Wenigstens Stein. Das ist schon mal viel wert. Eisen, sehr schön. Ne, ist nix. Ne. Komm, flitz mal mit raus. Da hinten habe ich Steine gesehen. Da ist auch noch zwei. Oh, Palium! Das ist hier. Schon wieder. Ich muss mich so langsam dran gewöhnen, weil das ständig sich drüber aufregen nutzt ja nichts. Keine Open Server, hä? Interested. Wir sind doch ein Haufen Leute, ne? Das ist vermutlich wirklich wegen der Switch-Leute, die nicht so schnell in den Chat reingrätschen können. Na gut, ich mache erstmal den anderen Kram weg und lange Zeit. Mach mal. Das Gerümpels hier alles weg. Ja, da kommt jemand. Oh Mann, nur das. Nee, Quatsch, das ist ja Eisen. Ja gut. Einmal draufhacken.
Wer war das? Caddy irgendwer. Die war. Hatte kurzen Namen, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie es war. Ist sie jetzt da runtergehüpft? Das war jemand anders, oder? Das war nicht Caddy. Kaffee. Gehen wir mal gucken, ob das jetzt weggehackt ist. Nee, ist noch da. Ist hier auch outside of the mountain top entrance. Ja, outside, nicht in. Also von daher. KTA. Ach, das ist, weil ich so unfassbar aufmerksam bin, ne? Ich habe den Namen nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es ein Name war und keiner mit Nachnamen. Ja. Kleines stinkiges Mistvieh wollte sich vor mir verstecken. Oh ne, sah nur so aus. Verstehe ich gar nicht. Also ich habe unheimlich Probleme, Palium zu finden. Dass da nicht so wahnsinnig viele reagieren, das finde ich schräg. Sag mal. Was heißt denn auf Englisch, ich war nicht wirklich aufmerksam? Ich kann schon verstehen, dass manche da keinen Bock drauf haben, ne? Weil diese Warterei und Unsicherheit, das ist halt ein bisschen, jo. Wie gesagt, man kann es ja alleine weghacken, ne? Da braucht man ja niemanden für. Der Schmetterling, der, jo. Süß. Okay, da ist jemand in der Nähe. Irgendjemand ist hier in der Nähe.
ich muss erst Flair und dann kann ich ja sagen, was für eine Farbe. Orange. Ist doch orange, oder? Ja. Ich habe aber auch immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Zeug einfach so weghack, ne? Nur weil ich kann, heißt das nicht, dass ich muss, soll, kann, will, möchte. Die Gefahren, dass ich irgendjemandem Keks gehe, dann na, scheiß drauf, dann ist das halt mein. Ach, guck mal da. Yay! Hey. Da ist jemand. Ist sogar die richtige. Hopp, hack drauf. Mach. Ja, bitteschön. Mach schon. Hopp. Wenn ich nochmal drauf hacke, ist es kaputt. That's the joy of this map. No prop, yeah. Ja, dann hack drauf, Schatz, weil wenn ich nochmal drauf hack, weiß ich nicht, ob ich's kaputt mache komplett. Also von daher, mach, Schatz. Ja, es ist, du hast eine lila Axt, ne? Kannst ruhig. Ich weiß echt nicht, ob ich's... Ich habe nur einmal, glaube ich, drauf gehackt, aber ich bin mir echt nicht sicher. Deswegen. I already hit it. Your turn. Und dann. Sehr schön. Thank you. So. Gut. Jetzt suchen wir uns hier irgendwo ein Schild. Und dann ab zu Tamala. Beziehungsweise in die Richtung zumindest von Tamala. Da unten ist auch immer viel zum Weghacken. Da, genau. Da ist ein bisschen Gedöns. Obwohl ich schon voll bin. Das macht gar nichts. Ah, schwere Geburt, ne? Braucht man halt ein bisschen Geduld hier in dem Spiel, ne? Und das ist für mich schwierig. Ich bin nicht so die Geduldigste. Das lernt man in dem Spiel auf jeden Fall, Geduld zu haben. Ach komm, ich habe mit dir schon ewig nicht mehr gelabert. Brauchst du was? In letzter Zeit schlafe ich besser, als wäre eine Last von mir genommen worden. Was immer du da bei dieser Science-Sache gemacht hast, funktioniert vielleicht sogar. Ja, ich nicht, Tamala. Musste Tamala danken. Nach einem harten Tag gibt's nichts Besseres als ein klassisches Steakgericht zum Abendessen. Wenn du da zufällig welche übrig hast, sage ich nicht nein. So, gucken wir mal, was hätten wir eigentlich hier noch großartig? Ja, das Ding, die Schmelze. Das sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus, ne? Ja, komm, nimm mit. Nehmen wir mal mit. Buh, Schabatz.
Nehmen wir mit. Hier wird ja aber auch wieder jede Menge angezeigt, oder? Ne, das ist im Rücken, was angezeigt wird, okay. So, gucken wir mal. Da hinten ist nix. So, hier ist auch nix. Komm, wir flitzen mal durch. Wenn der von der anderen Seite clevererweise versucht, mir entgegenzukommen, dann... Merci. Ja, da hinten ist halt nichts, ne? Da ist ein bisschen. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ja, das müssen die alle noch rausfinden, dass man ziemlich lang und ziemlich weit weggehen kann, ohne dass man das Loot verliert. Also man kann tatsächlich um so einen Berg, wie zum Beispiel den da. Da kann man locker drum rumlaufen und zwar in meiner Geschwindigkeit und kann trotzdem alles weghacken. Das ist gar kein Problem. Einmal anhacken, weitergehen und gar kein Stress. Genauso wie mit diesem Schacht. Da kann man komplett durch den ganzen Schacht durchrauschen. Also sich fallen lassen, langsam gehen und kann an alles dran. Aber jetzt im Moment ist ja kaum noch was im Schacht zu finden. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob das einfach nur die Respawn-Rate, ob die da runtergesetzt wurde auf 0,5 oder so. Furchtbar. Das ist auch ein bisschen... Das liegt halt nicht so wirklich auf dem Weg, ne? Das finde ich ein bisschen lästig. Ach ja, genau. Ich brauche ja eigentlich noch ein paar seltene. Da brauche ich noch ein paar lilane. Ich glaube, der hier zählt gar nicht als selten, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ungewöhnliche Insekten, der zählt als ungewöhnlich. Aber der lilane reicht schon, ne? Da muss ich mal noch an der Bucht rumgurken. Die sind ja relativ massig unterwegs, die Lilanen. Sind jetzt nicht so selten eigentlich, meines Erachtens, aber wenn das Spiel das meint, soll's. Das ist ein Lilaner, oder? Nee, da kam ich nicht mehr hinterher. So langsam. Achso, die Mondfee-Mutter muss ich noch. Sehe ich da hinten was? Nee, da ist einfach nichts. Warte mal. Hier vorne? Nee, auch nicht. Boah! Ich finde es ja schön, dass plötzlich auch andere Stellen dann Erz hervorbringen, aber die gewohnten Plätze jetzt gar nicht mehr. Das ist immer so enttäuschend irgendwie, wenn du da dran vorbei eierst. Das ist schade. So, Mondfee-Mutter. Oh, guck mal da, eine Dari. Geil. Okay. Ach nee, witzig. Ja, kein Platz mehr, geil. Oh, die hat auch aufgehört. Nee, doch nicht. Es klang nur, das, als hätte sie aufgehört. So, dann schmeiß ich... Ich hab nichts zum Wegschmeißen. Ich hab nichts zum Wegschmeißen. Doch, den habe ich zum Wegwerfen. Der wird jetzt hier versauern. Gut. Dari at Fortress Entrance
towards outskirts. Orange Flare. So. Goodie. Wo ist... Jetzt wo ich... Ah, da, da ist einer. Sehr schön. Komm, komm, komm. Ach, ich kann sie nicht nehmen. Oh, geil. Gut, dann spreche ich dich auch aus. Gut. Ist sie in Bewegung? Nee. Freunde! Freunde! Satsu, Kiritani und V-Knight. Ich habe keine Ahnung, wer neu ist von den beiden. Ich nehme einfach immer alle Freunde an. Ist egal, wer schickt. Ich war auch... Allerdings muss ich zugeben, ich war von bei denen noch bei keinem auf dem Hof. Also ich bin nicht da einfach so auftauchen, das wäre mir unangenehm, weiß auch nicht. Fände ich irgendwie schräg. Die einzigen, auf denen deren Hof ich schon mal war, sind die Leute, mit denen ich im Discord mal im Sprachchat war. Das war bei der Kocherei, haben wir mal gesagt, ne? Oh, wir haben noch Zeit. Habt ihr nicht Lust, uns mal zu besuchen und so weiter? Und da war ich auch ganz, ganz begeistert. Wollte unbedingt meinen Hof herzeigen. Vor allen Dingen, weil er so ganz anders ist als alle anderen. Die anderen, die waren so prächtig und richtig krass ausgebaut. Und meiner ist mehr so gewurschtelt. Anders halt, ne? Oh, bist du wegen meiner Tränke zurück oder wegen meiner Gesellschaft? Hier sind deine Zutaten. Also, ja. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich was zum Essen. Hier, nimm diesen Trank und geh und verliere nicht wieder, Schätzchen, sonst werde ich sehr verärgert sein. Ja, lass uns diese Gespräche immer des Nächtens machen. Ja, ja. Das hat sie nicht wirklich gesagt, aber ich versuche in letzter Zeit ein bisschen freier zu übersetzen, damit nicht alles immer so gleich klingt. So, ich wollte noch da unten eine stinkige kleine Krabbe mir abgreifen, damit das auch abgehakt ist. Das war... Ach, das... Ah, das knistert hier. Okay, da ist gar kein Feuer an, aber es klingt so. War leicht irritierend. Ja, ich habe ja jetzt einen neuen Kopfhörer an. Die kann ich ja jetzt wirklich stundenlang tragen, ohne dass es mir wehtut. Das ist so geil. Richtig so geil.
bin ja schwer begeistert. Also neu im Sinne von die auf der Verpackung habe ich gelesen, 2009 kam das Ding raus. Ich hätte schwören können, die wären noch älter. Okay. Keine da. Oh. Leute, seid ihr geizig hier. Geizig seid ihr. Wieso hab ich mir jetzt... Bis ich den Käse gegriffen habe, ist der schon wieder weg. Yikes. So, ist hier irgendwo was Lilas am rumlaufen? Zumindest mal ein paar... Nee. Das ist nicht lila. Ein paar Perlen und ein paar Korallen könnte ich mir eigentlich noch greifen. Das ist eine normale... Da ist eine Schnecke. Ja, Katze, such! Such böse Krabbe. Leckere böse Krabbe. Da ist wieder eine normale. Wo sind denn die? Haben die alle Berufsschule oder was? Wir haben keinen Bock, sich von mir fangen zu lassen. Und auch kaum Austern. Ah, da hinten sind jede Menge. Sehr schön, kaum gemeckert und schon geht's voran. Kaum gejammert und schon geht es weiter. Ja, das sind Muscheln, ne? Also dafür, dass ich voll bin, kann ich mir jede Menge Zeug greifen. Verstehe ich gar nicht. Hatte ich vorher schon eine Muschel in der Tasche? Nee, ich war doch gar nicht am Strand. Ich glaube, das backt. Nee, das ist kein Lila. Ey, sag mal. Die sind doch normalerweise auch wie bekloppt hier am Rumpf. Richtung da. Richtung da. Und ich bin voll. Und ich habe gar keinen Platz eigentlich. Eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Platz für den Käse. Okay, also die Richtung würde ich sagen. Ich sehe aber noch überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Oder habe ich... Doch! Okay. Ich weiß nicht, ob die verstehen, was das ist, Flow Tree Grove. Also. Obwohl, ich konnte ja eigentlich gar nicht voll sein. Ich habe doch von. Ich habe ihr doch die Zutaten gegeben. Jetzt kommt kein Schwein oder was. Das ist ja. Ich werd bekloppt. Ich dachte eben, das wäre der Sernuk dabei. Es ist der Wolf gewesen. Okay, also drei. Gut. Tattoo, Garden on top, Mountain in the south. Juhu. Ach, da ist ja noch so ein Ding. Mal aufpassen, nicht zu schnell draufkloppen, sonst ist er platt mit meinem Riesen. Oh! Okay.
Blumen. Shit. Geht immer wieder. Geiler. Ah, shit, ja. Voll. Bin voll, dann. Gut, pass auf, Essen. Blum, blum, blum. Ach du Schande, selbst das habe ich voll. Okay, pass auf, dann renne ich einfach mal mit. Ach, sind ja gar nicht. Das sind fünf. Du Schande. Das sind ja fünf Stück. What the heck? Ah, okay. Nee, das kriegen sie nicht alleine hin. Ich mache jetzt erstmal hier leer. Okay, die kann ich rausschmeißen. Ich habe kein Holz mehr gehabt. Ich dachte, ich hätte es. Ich dachte, ich hätte noch dabei. Das hatte ich in die Kiste geschmissen wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich hab's auch nicht gesehen, wo der rein ist. Ist der in den rein gehüpft? Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, ich sehe ihn einfach nicht. Ja, wurscht. Dann müssen wir halt gemeinsam losziehen und so, ne? Weil alleine macht das nicht wirklich Sinn, das Vieh zu fangen, beziehungsweise zu jagen. Da wirst du bekloppt. Da wirst du irre. Irre wirst du da. So, darf ich nach Hause? Ich habe hier jetzt endlich den Trank. Und damit gehe ich. Gehe nicht. Ich gehen. Gehen wir nur davon aus, ne? Damit ich gehen. Gehe ich damit nach zu Bira. Mal schauen, was passiert. Also ich werde jetzt nicht wirklich nochmal zur Esche gehen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Also man muss es auch nicht übertreiben, ne? Aber ich bin ja doch neugierig, was Subira sagen würde. Ob ihr das auffällt. Ob sie da eine Meinung zu hat. Bum, bum, badum, bum, bum. Das ist zum Bauen von ach du Schande. Also ich habe Haufe Platz in meinem Lager, merke ich gerade. Heide Witzke. Das war ja schon lange nicht mehr so. Der provisorische Gartenstuhl. Hoi. Auf Z drücken und schon kann man das viel besser arrangieren. Sehr schön. Provisorischer Gartenstuhl. Warum kann ich mich da nicht draufsetzen? Also, ne? Da sind Äpfel dran. Sehr schön. Wundervoll. So, warte mal. Das Vieh stört mich ein bisschen. Hast ja jetzt genügend Auslauf gehabt, ne?
Jetzt habe ich die Krabbe auch völlig vergessen. Ja. Da habe ich wenigstens für die restliche Woche noch was zu tun. Für meine letzte Medaillenschwemme. So. Raus. Mal gucken. Was haben wir denn da für Fischis? Das ist eine stinknormale Karausche, da habe ich bestimmt 2 Stück. Jo, habe ich. Das ist ein Platinbarsch. Müsste ich eigentlich auch 2 Stück mindestens haben. Ja. Die habe ich sowieso, das weiß ich sogar noch. Gut. Ich schmeiß mal den ganzen anderen Kram mal weg, sonst bin ich wieder konfus. Aber der Glückshoi. Hab ich den mehrmals? Ja. Und die Kilima-Esche, die habe ich in Normalstadt. Doch, die habe ich tatsächlich in. Ach komm, ich habe doch Platz. Sei es drum. Den habe ich da gerade eben reingeschmissen. Ich muss doch einen besonderen Fisch haben, um besondere Dinge zu tun. Nee, keiner von denen ist besonders. Um eine Stimmgabel zu bauen, brauche ich besondere Fische. So. Gut, das war für Auni. Das war für Eloisa. Das verkaufen. Das ist der Trank. Okay, warte mal auf. Bevor ich hier wieder aus Versehen voll werde und es nicht merke, machen wir das so. 200 Holz. Okay, dann schmeißen wir da 100 raus. Und pfeffern da 100 durch. Da haben wir 9. Das kann ich auch verkaufen. 172. Ne, ich lass mal erst vorwärst. Weil am Montag ist ja wieder Möbelbauzeit. Und wie es Gewitter braucht der unverarbeitetes Holz. Und dann stehe ich doof da, weil ich mal wieder alles zu Brettern verbaut habe. Okay. Alles klar. Hier sind die Sterne. Warum sind das hier drin? Okay, dann geht. Gut. Die Steine sind immer noch nicht. Wo könnte ich denn. Ich könnte eigentlich auch hier Steine verarbeiten, ne? Ich habe ja nur 100. Das ist gar nicht so viel. Gut. Ja, lass mal so. 27 brauche ich. Habe ich natürlich nicht. Ach nee, ich habe hier gar nichts. Noch gar nichts gesät. Das kann ich ja nicht so stehen lassen. Ich komme zu gar nix.
Ach so, weil ich das noch in der Hand hatte. So, werde ich die Quest noch ein bisschen strecken. Bin mal gespannt, ob ich dann nochmal losziehen muss, um den Trank neu zu machen. Oder ob Subira, wie gesagt, das gar nicht checkt. Subira ist ja nicht wirklich jemand, der eingreift, ne? Also von daher bin mal gespannt. So, haben wir hier alles jetzt gewässert? Ja auch. Ist nicht wirklich gedüngt, aber das macht jetzt nichts. So wahnsinnig viel Dünger habe ich eh nicht mehr. So, jetzt. Goodie. Von was habe ich denn genügend? Oh! Achso, weil ich ja jetzt erst noch welche nacharbeite. Okay, ich wollte gerade sagen, huch. Ach, von dem ganz normalen Holz habe ich gar nichts. Nee, warte mal, ich glaube, das hat gar nicht gereicht. Ne? Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr. Jetzt hätte ich 40 Stück. Ich habe Würfel gebraucht, irgendwas mit 20, oder? Ah nee, ich habe 80 gebaut. Das ist ja doppelt so viel. Das sind ja 40 pro. Gut. Ich habe immer noch jede Menge Platz. Dann, nee, das mache ich heute Abend. Das mache ich heute Abend. Die Einmachfässer leeren und für Kohle sorgen, das mache ich. Das mache ich morgens, wenn ich kurz mit der Switch reingehe, bevor ich den Computer überhaupt anmachen muss. Und abends, wie gesagt, Schlafhygiene, ne? Kurz vor zu Bett gehen und mal kurz in der Switch Palia spielen. Ja, das ist so. So, gut. Jetzt gehe ich mal zu. Ach, shit. Siehst du, ich wollte doch eigentlich Subira ein Kongé mitbringen. Beziehungsweise irgendwas wollte sie doch, glaub, auch so. Außerdem Fisch, oder? Noch irgendwas anderes? Ja, Schande. Donnerkiesel. Das ist, wenn man Gedanken hat wie ein Pups. Husch, weg, Insel. Ich konnte mir jetzt noch nicht mal ein Kongé wünschen. Wahrscheinlich. Oder? Hätte ich mir das wünschen können? Ich hatte sie irgendwann heute mal in der Hand, aber. Doch, hätte ich mir tatsächlich wünschen können. Jihi. Warte mal, bin ja noch ein bisschen unterwegs. Wo ist denke ich? Hier. Kostbar, sehr kostbar. Also, hier kochen. Ich hätte ja auch mal zwei machen können, ne? Als ich für Ashura eine gemacht habe. Aber ich dachte, da kommen mehr als nur eine raus, ne? Ich dachte, da kommen drei raus, aber nö. Da sind sie geizig. Gut, jetzt aber. Eieieiei. Und dran denken, noch ein paar Bäume fällen. Helle zumindest. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch in Bahari machen. Damit ich mal ein paar Wacholdersamen wieder dazu kriege. So. Gut. Also. Kongi.
Goodie. Subira. Wen gebe ich denn noch so ein Dreieck? Einer könnte vielleicht sowas gebrauchen. Der mag ja kleine Steinchen. Vielleicht mag er auch... Nee, dir drehe ich das nicht an. Das ist viel zu teuer. Also sie hat mir 1000 Gold gegeben. Dann habe ich sozusagen nur 1000 insgesamt bisher bezahlt. Also wenn ich jetzt noch zwei verkaufe, könnte sich das gut rechnen, oder? Bin mal gespannt. Der Rat wünscht etwas von dir. Ja, aber dann. Wie kann ich helfen? Ich habe die Gedenkstätte in der Wahari-Bucht ein paar Mal besucht, seit ich nach Kilima gekommen bin. Als Mitglied des Ordens muss ich die Verantwortung für die zerstörerische Kraft von Strömung stärker spüren als die meist anderen. Okay. Ich habe was in der Tasche. Es ist eine wichtige Erinnerung daran, was passieren könnte, wenn ich stolpere. Okay, also du merkst nicht, dass ich was in der Tasche habe. Das habe ich da schon mal angedreht. Ein Fläschchen des speziellen Gebräus, an dem Tamala gearbeitet hat. Es soll die Sinne schärfen, es ist auch hochgradig illegal, also pass auf, dass Esche dich nicht damit erwischt. Okay. Oh, es tut mir leid, aber ich kann das nicht annehmen. Bitte nimm es zurück. Bitte was? Bist du auf den Geschmack gekommen, hä? Magst du jetzt was anderes lieber? Guck mal. In den letzten Tagen hatte ich Schwierigkeiten zu entscheiden, was ich zum Abendessen essen möchte. Ich nehme an, heute hast du die Wahl für mich getroffen. Danke, Sally. Beeil dich, da ist viel zu tun. Ist das jetzt auch tatsächlich zufälligerweise ein Gericht, das... Nö. Nö, ist es nicht. Gut. Gut. Wer könnte denn noch auf so Kongé stehen? Wahrscheinlich Shane, hä? Der macht doch bestimmt auch so ein Zeugs. Wo ist er denn? Oben am Schrein oder in seiner Kirsch? Bubi Kirsch. Oben am Schrein ist er. Aber er kommt schon in die Richtung. Von daher... Gut. Gut. Dann können wir jetzt doch Siki den Kram bringen. Und Auni kriegt... Nee, Eloisa war es. Die ist noch am Fluss vermutlich, ja auch. Gut, dann machen wir halt mehr einen Schlenker. Also zuerst zu Siki, dann zu Eloisa und dann wird Shane vermutlich gerade im Dorf vorbeikommen. Da ist er. Mit seinem Hopserschritt, Hopserschritt, hallo. Na du? Ja, da gibt's mehr im Leben als nur zu arbeiten. Heute ist es soweit. Das ist nicht irgendein Tag, das ist dein Tag. Willst du eine magische Triangel kaufen? Hast du das von Eloisa? Ich frage mich, woher sie es hat. Diese Arbeit würde ich überall wieder kennen. Meine Mama hat das Dreieck gemacht. Ach, guck mal da. Ach du und deine alten Tricks wieder. Ich nehme eins. Lass einfach rüberwachsen. Ich gebe dir 1000 Gold für die Mühe. Und hat sich schon bezahlt gemacht. Wusstest du schon, dass ich mich bereits als Kätzchen bei den Erdas verschuldet habe? Ich dachte damals, das wäre die Chance, etwas aus meinem Leben zu machen. Stattdessen verkaufte ich mein Leben und meine Freiheit direkt, nachdem ich von meiner Mama entwöhnt war. Manchmal gebe ich meiner Mama die Schuld für das alles, aber es hat ja keinen Sinn, sich über sie aufzuregen. Sie hat nur getan, was sie für das Beste hielt. Ich gehe wieder zurück zu meinen Dingen. Okay, ja, der steht wahrscheinlich eher nicht auf so ein Zeug, ne? So. Ist er schon... Oder ist noch relativ weit weg? Da habe ich noch Zeit. Zeit und Muße. Warte mal, die ist... hinter dem Berg, ne? Ah, doch nur ein Stück da oben. Okay.
steht an Ashuras Angelstelle. Oh, ich hatte gehofft, dass du mir bei einem Geheimnis lüften helfen würdest. So viele Mysterien warten darauf, aufgeklärt zu werden, aber mir bleibt so wenig Zeit. Ich kann nicht lange reden. Ich stehe kurz davor, herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht. Ich lasse dich wissen, was ich herausfinde. Ja, ja, ganz dringend. Hier. Was kann das nur sein? Ich bin da über eine neue Verschwörung gestolpert. Oh, das muss ich genau überprüfen. Es muss einen Grund dafür geben, dass dieses Ding hier war. Wenn du irgendwo ein Indigo-Neunauge siehst, gib mir Bescheid. Ich bin auf der Suche nach einem. Obwohl sie so heißen, sollen sie eher violett als indigo-blau sein. Zumindest verdächtig. Also, das ist auch so ein besonderer Fisch mit Würmern, glaube ich, ist der zu fangen, weil den habe ich ewig gesucht, bis ich gerafft habe, dass ich einen falschen Köder hatte. Okay, da kommt doch ein Ticken näher, beziehungsweise ich bin ja schon wieder aus dem Dorf so weit raus. Gehen wir mal hier lang. Der geht links am Dorfanger, glaube ich, auch vorbei, ne? Da hinten lang. Nee. Der ist komplett da hinten irgendwo. Ah, der geht einen ganz anderen Weg. Ja, komm. Oh, schön von dir vorbeizuschauen. Oh gut, du bist's. Ich hatte schon Befürchtungen, es sei Esche. Soll ich ihm sowas andrehen? Nee, nee. Mein Papa war der Herzog von Bahari, bevor meine Schwester Kenyara zur Herzogin wurde. Obwohl ich der Ältere bin, hat er sie mir immer vorgezogen. Ich vermute, es lag daran, dass er sie als erfolgreiche Fortsetzung seiner selbst sah. Mich hingegen als gescheiterte Version, die man besser unbeachtet lässt. Tja, da ist der Apfel wohl sehr weit vom Stamm entfernt gefallen. Dein Papa ist ein Idiot. Nett. Seine Meinung spielt keine Rolle. Ja, aber auch wiederum nein. Ne? Es tut mir leid, dass dir das zugestoßen ist. Dann musst du nur beweisen, dass er falsch liegt. Nö, du musst ihm eigentlich gar nichts beweisen. Seine Meinung spielt keine Rolle. Das würde ich gerne glauben, aber seine Meinung spielt sehr wohl eine Rolle, zumindest für mich. Ja, ich weiß, es ist schließlich mein Papa und jemand, zu dem ich aufschaue. Aber ich habe gelernt, mich nicht länger mit dem Was-wäre-wenn zu beschäftigen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mich nicht trotzdem nach vorn Zeit zu Zeit stört. Ja, verständlich. Verständlich. Ist halt der Party, ne? Auni hat auch so einen schönen Hopserschritt, ne? Oh, dich zu sehen bringt immer Frieden in meinen Park. In Park. Tag. Sei vom Drachen umarmt. Das Erwachen der Menschen zeigt, dass unsere Welt im Wandel begriffen ist. Manche Leute haben Angst vor Wandel. Aber die Mutigen wissen den Wandel für sich zu nutzen. Ich bete, dass der Drache Mai mir in diesen turbulenten Zeiten Mut gibt. Mhm. Guck mal, hättest du das gern? Mai, dank dir für deine Großzügigkeit, Phönixkind. Das hättest du eigentlich gerne gehabt. Falls du mal eingelegte Tomaten machst und welche übrig hast, würde ich mich sehr über ein paar davon freuen. Keine zurzeit. Obwohl, doch. Tomaten und Karotten mache ich, glaube ich, zurzeit. Ich esse keine Tiere, also bin ich immer auf der Suche nach frischem Obst, um meine Ernährung abwechslungsreich zu gestalten. So. Aber sup. Jetzt gehen wir mal zu einer. Auch wenn er vielleicht sagt, das ist Plunder. Es ist halt kein Kiesel. Das war eine krabbelnde. Ja. Komisch. Die fange ich gerne. Obwohl die, die roten Marienkäfer zum Beispiel sind ja auch so grünlich. Nee. Hier, also grün im Sinne von, ne? Dieser. Ich meine jetzt nicht die Farbe des Viehs, sondern das Grün von der Infobox. Und das bedeutet, die kann man benutzen, um.
Ach nee, das ist, wenn man hier drüber geht, dann blubbert das so, als würde da eine Dari stehen. Das hat so ein komisches Geräusch gemacht. Die kann man benutzen, um eben die suchenden Gläser zu bauen. Your company is pleasing. Deine Gesellschaft ist sehr zufriedenstellend. Pleasing ist ein bisschen mehr als zufriedenstellend, aber egal. Ich spüre, dass selbst die kürzesten Gespräche mit dir mich dem Einssein näher bringen. Flirten. Hallo Sally, ich bin bereit, mit dem Flirten zu beginnen. Magst du es, wenn wir miteinander flirten? Ich genieße alle unsere Unterhaltungen. Seitdem ich dich getroffen habe, habe ich viel gelernt, Sally. Mhm. So, guck mal. Warte mal, ich weiß nicht. Die habe ich, glaube ich, den auch schon versucht anzudrehen, oder? Ach, sag mal, ich konnte... Habe ich dir überhaupt das... Nee? Nein, danke. Ach so, genau. Ich kann nur denen das Zeug andrehen, wenn auch tatsächlich so ein Frage-Option aufploppt. Gut, dann könnte ich es doch Kenley verkaufen, aber weiß nicht. Das ist so ein bisschen übertölpeln beim Kenley, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wen könnte ich denn was Magisches verkaufen, ohne dass ich da Bedenken haben müsse, dass der irgendwie sich dappisch damit anstellt? Also den Kindern auf keinen Fall. Ich könnte es ja so Bierer verkaufen. Nee, Quatsch. Meiner Tisch? Jawohl, nee, nicht wirklich. Ne? Nicht wirklich. Muss sie ja nicht unbedingt in Versuchung führen, das muss ja nicht sein. Rev, naja. Wer hat denn viel Geld? Kedi hätte eigentlich Geld, ne? Jill hat auch nicht so dick. Gut, dann nehmen wir halt doch Kedi. Ich fühle mich zwar so einerseits ein bisschen, als würde ich ihn damit übertölpeln, aber andererseits... Könnte ich denn das noch geben? Also Segi und Tamala. Die haben ja weniger Probleme mit Magie. Und sie ist ja diejenige, die es mir überhaupt gegeben hat. Obwohl, ihr könnt es vielleicht auch wieder verscherbeln. Das würde mich nicht wundern. Nayo ist auch mehr so ein Tölpel, dem möchte ich nichts andrehen. Esche kann ich jetzt nicht ansprechen. Ich habe ja schließlich den Trank bei mir. Hör mal auf. Kann ich dir vielleicht die Triangel verkaufen? Nee. Was kann ich für dich tun? Nix. Wen kann ich denn... Es gibt nicht wirklich jemanden, dem ich das verkaufen möchte. Und ich glaube, das wäre mir auch aufgefallen, wenn jetzt irgendein anderer noch die Option hätte. Ich glaube, Kenley ist tatsächlich der Einzige. Muss man das selber rausfinden? Gibt es da irgendeinen... Leitfaden für? Nö, ne? Einfach nur verkaufen. Gut, dann machen wir es uns jetzt einfach. Machen wir den Kenley. Dem kann ich es ja einfach so schenken. Wenn die Option verumme, weil meine 2000 habe ich ja jetzt wieder raus. Oh, brauchst gar keine Sorge zu haben. Ich kann schon eine Pause gebrauchen. Hast du meinen Hut gesehen? Ich glaube, ich habe ihn verloren. Oh nein, ich habe ihn ja auf. Willst du eine Mangelstrehangel kaufen? Oh, das soll mich aber vor Hellaugen beschützen, sagst du? Also von Hellaugen habe ich zwar noch nie gehört, aber sie hören sich gruselig an. Wenn du mir so eins gibst, kriegst du von mir 1000 Gold dafür. Alles klar. Ich habe in letzter Zeit so viel Pech, da wird ein gewöhnlicher Chapperschwanz nicht viel helfen. Nur ein gestreifter Schrapperschwanz würde all die schlechte Energie aus meinem Büro vertreiben. Chapalabas Digest? Digest? Was? Chapa? Liebhaber? Lover? Digest? Keine Ahnung. Ich kann nicht zurück in meinen Hof sprinten.
Ich hätte nämlich ihm jetzt ehrlich gesagt doch. Und tschüss. Wir kennen uns nicht. Ich habe keinen Trank dabei. Ich hätte jetzt nämlich ehrlich gesagt ihm aus schlechtem Gewissen heraus hätte ich mir so einen Schabberschwanz geholt. So einen ganz dollen würde ich ihm schenken. Extra für ihn. So, hier oben kann ich ihm wahrscheinlich nichts geben, ohne dass er wieder den Popo an die Seite kriegt von wegen, ja doch nicht hier, wir müssen das uns ins Geheim machen. Nee, ja nicht, damit es keiner mitkriegt. Damit es keiner mitkriegt. Dann hole ich jetzt einen Schapper. Und Tamala wollte ja eigentlich lieber einen Schapper eine Mähne haben, ne? Ich habe zwar die ganze Zeit diesen dusseligen, gestreiften Tausendfüßler bei mir und vergesse ihn immer wieder abzugeben. Der sieht ja geil aus in Blau. Aber ich habe ja nicht wirklich eine Verwendung für den ganzen Mähnenpelzkrempel, ne? Von daher. Wenn ich verschenken, wofür dann? Zum Verscherben. Und zwar, das war. Ach, nur sowas. Ach so, ein Stück normaler Pelz. Gottchen. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, was die für extravagante Dinge möchte. Der Azur-Chapper-Schwanz will er haben, okay. Nee, das da, ne? Zu. Sticknormaler Pelz. Boah, 200 Quetsch. Keine Leute mit Doge schmeißen. So, ist da hinten endlich mal das mit den Steinen? Nee, ach Gott, das dauert noch ewig, ne? Ja, ja, das dauert. St. Nimmerleins Talk und so. Das war aber auch der Hundertfüßer war tatsächlich das, was Tamala auch wollte, oder? Nur nicht halt heute, das war gestern. Das, wenn ich das heute noch hinkriege, dann kriege ich wenigstens eine. Obwohl, ich brauche ja eigentlich auch für ihre Freundschaft nichts mehr, ne? Die Punkte sind ja schon auf maximal. Gibt's dann. Ich weiß nicht, bei den Errungenschaften gibt es bestimmt irgendwas von wegen x-mal, so und so viel-mal Freundschaftspunkte oder Geschenke verschenkt oder irgendwas. Also ich weiß, dass es definitiv für Stufe 4 zu erreichen bei der Freundschaft sowas gibt. Das ist eine Errungenschaft, aber das mit der Anstecknadel, also romantisieren mit allen, die möglich sind, ist nicht unbedingt eine Errungenschaft. Also es muss man nicht machen, um da hier irgendwie was lalala zu kriegen, ne? Es ist halt nur das Foto, wenn man das unbedingt will. Nö. Nee. Oben sind schon wieder die ganzen wöchentlichen Sachen. Wo ist denn das? Ist das doch ganz und irgendwas mit ungewöhnliche Freunde oder so, ne? Oh, da ist gerade jemand an mir vorbei. Ah, das ist nur die normale Freundschaft. Ach nee, ich bin gar nicht auf meinem Hof. Ich wollte ihm schon sagen, da ist jemand auf meinem Hof vorbeigehuscht. Nee, ist nicht. So. Dann flitze ich schnell zu Kelly. Dann kriegt er für seine 1000 wenigstens noch eine Kleinigkeit, die er tatsächlich mag. Wo ich kein schlechtes Gewissen habe, weil ich ihm den Schrott angedreht habe. Er hat mir ja freiwillig die 1000 Gold gegeben. Spitzfindigkeiten hier. Bitteschön. Oh, wow. An sowas kommt man nicht alle Tage.
Es muss lange gedauert haben, dieses Geschenk zu finden. Und jetzt bekomme ich es. Ah, ich kann dir nicht genug danken. Ich hab, ja, ich bin zu schnell weg. Irgendwas hat er genuschelt. Hab's nicht verstanden. So, jetzt nochmal schnell zu Tamala. Und bis ich bei Tamala geschenkt habe, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch was schenken kann oder ob das nicht schon längst passé ist. Dann nochmal zu Seki, beziehungsweise wenn er unten ist in seinen Katakomben, dann kann ich ihm ja was schenken. Ich glaube nicht, weil er ist jetzt nicht mit Fähnchen gewesen. Also er kann tatsächlich... Kann er noch nichts damit anfangen, so wie ich das verstehe. Ja. Ah, während er im Untergrundmarkt ist, sicher. Ja, genau. Verkehrt. Stadtrand. So. Oh, der ist sogar in der Nähe. Sehr schön. So. Ich dachte schon, das wäre krass. Kurz hintereinander, zwei Dari. Ach, die steht da. Hallo. Oh, was ist dieses seltsame Gefühl? Krabbel, krabbel. Oh, ich kann mir so manch fessende Verwendung dafür vorstellen. Ich bin dir sehr dankbar, wie immer. Entschuldige, Schätzchen, ich habe offenbar etwas im Hals stecken oder so. Soll ich dir was bringen? Blumen vielleicht oder ein schönes Schmuckstück. Eines davon wird meinen Husten gewiss heilen. Yet you don't. Pass mal auf, ich gehe mal. Wo ist denn die nächste? Ja gut, ich mache einen kleinen Schlenker. Ich mache einen kleinen Schlenker. Und zwar gehe ich mal durch den Wald und guck noch mal nach so einem Vieh, das ich dir gerade eben geschenkt habe. Das habe ich nämlich, glaube ich, aus meinem Lager gezerrt. Wieso habe ich jetzt zwei Markierungen? Die sind ja immer so im Wald zwar unterwegs, aber ich meine, die wären eher im Dunkeln unterwegs gewesen, aber... Pff. Oh ne, der läuft an dem... Hm. Ach, ich hab doch in der Hand, ich doubles. Ich meine, die wären eher im Dunkeln unterwegs eigentlich, die Viecher. Nicht nur im dunklen Wald, sondern tatsächlich auch abends. Sneaky. Um die Uhrzeit, was ist denn das für Vieh?
Ah, da ist doch einer. Der steckt da fest, oder? Also doch am Tag. Also doch am Tag. Nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so wahnsinnig viel los von dem Viehkram. So, bevor ich jetzt, achso, die ungewöhnlichen Insekten habe ich als. Ach, meine Wochenaufgabe ist erledigt. Sehr gut. Sogar das Jagen. Achso, ja, das war mal die Xenox. Meinten, sie müssen unbedingt hier magisch in Scharen auftauchen. Haben wir Pech gehabt. So, ich gehe jetzt nochmal nach Ausland gucken. Einmal die Küste lang. Austern einheimsen. Und Korallen vor allen Dingen. Ist aber viel los. Also grüne. Ach, schön. Kein Stress. Da ist der Lilane.
Upsa. Okay, was könnte das für ein Vieh sein? Oh, warte mal, ist das auf dem... Nee, ist hinten dran. Könnte eine rote Schnecke sein, aber die ist doch eigentlich eher ungewöhnlich hier auf der Seite, oder? Das auch. Das wird auch eine rote Schnecke sein. Soll ich da jetzt noch rüber? Nö. Bin mir mal dekadent. Ich habe ja genügend von den roten Schnecken. Ich kann es ja doch nicht lassen. Ist er weg? Nee, ist noch da. Bin ja doch neugierig. Die Karotte hängt vor meiner Nase. Und die Angel zückt und zuckt. Entzückt. Okay, der ist gerade mir völlig entgegengerannt. Wieso hat die Schnecke nicht reagiert? Ah, da hinten. Okay. Die hat das nicht gejuckt, dass der da vorbeiflitzt. Nee, echt jetzt? Eine glitzernde? Geil. Ich habe gar keine besonderen Bälle mehr dabei. Ich wollte gerade eben wechseln. Hier habe ich anscheinend alle aus Versehen schon längst verscheuert. Verballert. Und ich habe es nicht gemerkt. Nee, kann nicht sein. Das hätte ich merken müssen. Die fangen ja mit nur einem einzigen Mal. Also sag mal, es geht jetzt aber auch, ne? Also. Wieso kann ich die nicht wechseln? Und jetzt geht's, ja super. So, abheim. Knack, knirsch. So, 4 Stunden. Und das machen wir jetzt so, indem ich jetzt doch schnell zu See gehe, dass wenigstens das Quest ein bisschen vorankommt. Vielleicht sollte ich Hekla den Schlüssel in die Hand drücken. Oder nee, die hat ja gesagt, sie braucht keinen Plunder. Also
habe ich das schon gemacht. Ich weiß echt nicht, was ich mit dem Schlüssel anfangen soll. Sollte ich dann vielleicht mal alle Türen abgehen? Da, wo zum Beispiel Nielka noch fragte, ja, was ist denn mit der Tür? Und ich dachte noch, ja, das ist für später irgendwann, wo man eine Strömungsbatterie wahrscheinlich braucht. Und Nielka kam ja darauf, dass das der Erdtempel sein soll. Aber jetzt so im Nachhinein, ich weiß ums Verrecken nicht mehr für was. Wir hatten mal, irgendwann hatten wir einen Schlüssel, aber ich weiß nicht mehr für was das war, das Ding. Kannst du was mit dem Schlüssel anfangen? Andere würden sich über dieses Geschenk gewiss freuen. Ich jedoch leider nicht. Brrr. Gibt es irgendwo eine Tür, in die ich noch nicht rein konnte? Nee, die habe ich alle schon aufgepopelt. Jawohl, bei Seki unten im Keller vielleicht. Das ist ja aber... Das ist aber, wo er seine Briefe drin hat, ne? Dieses Kästchen, das hatte ich ja schon. Das war schon ein Schlüssel. Mit dem habe ich das Kästchen für seine Briefe geöffnet. Also, ist das doch vielleicht ein Quest, das ich schon mal gemacht habe und habe es schlichtweg vergessen. Egal. Was ist los? Du willst irgendwo deine Münzen loswerden, dann bist du genau richtig. Illegale Tranklieferung. Ich wusste, dass du meinen Test bestehen würdest. Ich wette, das bringt einen guten Preis ein. Glückwunsch, Kindchen. Du hast dir redlich einen kleinen Nebenjob hier auf meinem bescheidenen Markt verdient. Ich habe im Moment allerdings keine Arbeit für dich. Hier, was hältst du davon? Dafür, dass du ein echter Kumpel bist, gebe ich dir ein paar pikante Informationen über irgendwas, egal was. Wähle weise. Ja, wähle. Wo? Wähle? Zwischen 1 und 1. Geil. Wegen deines gestohlenen Pakets? Nun, da du bereits von meiner Fehde mit dem Grimalkin-Kartell weißt, kann ich dir wohl ein kleines Geheimnis verraten. Dieses Paket enthielt ein ganz besonderes Nachtlicht. Es wird von Strömung angetrieben und kann durch die Illusion des Kartells sehen. Durch die Illusion des Kartells sehen? Falsche Türen, falsche Wände, Waffen, die wie Spielzeug aussehen, Haushaltsgegenstände, die auch Sicherheitsausrüstungen dienen. Strömung kann auf solche Illusionen erzeugen. Okay. Ich hatte gehofft, das Nachtlicht eines Tages zu benutzen, um das Kartell zu stürzen. Mich und viele andere aus ihren scharfen Klauen befreien. Cool. Ich habe unzählige Hürden genommen, um einen Prototyp dieses Dings in die Finger zu bekommen. Und am Ende hat es sich in Luft aufgelöst. Ja, ich konnte es dir ja nicht geben. Ich hatte das Paket in der Hand und du hast es nicht drauf reagiert. Nun, ich werde wohl ein neues bestellen müssen. Vielleicht war das die erste sowieso ein Reinfall. Aber Prototyp war voll Schrott. Wenigstens ist es in den Händen des Wächters besser bei ihr als bei einer falschen Art von Person. Das ist alles, was ich für dich habe, Kumpel. Ich muss Geld verdienen. Mein Geschäft läuft nicht von alleine. Cool, dann hätten wir jetzt eigentlich ja Infos für sie, ne? Sprich mit Subira. Ja gut, das machen wir jetzt auch. Oh, ich krieg Kohle als Belohnung. Das fühlt sich nicht gut an. Geld für... Spionage-Dinge zu bekommen, fühlt sich nicht gut an. Das Argument, ich bin nicht käuflich, zieht da nicht mehr so gut. Ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt formulieren darf, ob ich da wenigstens eine Wahlmöglichkeit habe. Und ob ich seinen Namen immer noch rauslassen darf. Das wäre schon nett. Nett. Überaus nett. So, warte mal, wie viele Punkte habe ich denn eigentlich bei dem Käfergedöns hier so? Oh ja, geht in die Richtung. Also wenn ich beim nächsten Mal die Wochenaufgaben komplett durch habe, dann habe ich
Dann habe ich genügend Punkte, um das Insektarium endlich zu kaufen. Geile. Du könntest vielleicht Informationen haben, die wir benötigen. Ja, das illegale Paket enthielt ein Nachtlicht. Ein Nachtlicht. Das fällt mir schwer zu glauben. Das erfordert mehr Nachforschung meinerseits. Das Nachtlicht durchschaut die Illusionen von Grimalkin. Echt jetzt? Dazu muss er von Strömung durchspeist werden. Interessant. Mit einem solchen Gegenstand könnte man gegen das Grimalkin-Kartell vorgehen. Eine gefährliche Mission für jeden, der keine gute Verbindung und Ressourcen hat. Was ist mit dem Marktbetreiber? Konntest du herausfinden, wer es ist? Sie trugen eine Maske. Wie schade. Obwohl es mich nicht überrascht, dass sie vorsichtig wären, selbst als Bauer des Grimalkin-Kartells. Ist das Kartell so mächtig? Ja, manche mögen behaupten, sie seien so mächtig wie der Orden selbst. Der Orden geht gegen das Kartell vor, um vielleicht eventuell den Orden zu schützen, weil der Orden das Kartell ist. Ach Gott, ich höre mich an wie Eloisa. Warum hat der Orden sie nicht gestoppt? Wie sind sie so einflussreich geworden? Es ist eine komplizierte Angelegenheit, die ihren Ursprung vor dem Grimalkin-Handelskrieg hatte. Vor der Gründung des Ersten Rates hatten die Grimalkin-Kartelle die Freiheit, nach eigenem Gutdünken zu handeln. Sie schlossen oft Geschäfte mit Monarchen ab und sie wurden sogar mit Prestige und rechtlichem Schutz im Austausch gegen einen Anteil an ihren lukrativen Gewinnen ausgestattet. Nach der Gründung des Ersten Rates änderte sich alles. Der Große Rat versuchte den Kartellen die palianische Gesetze aufzuerlegen, die mit einem Handelskrieg reagierten, die Wirtschaft Palias destabilisierte. Schließlich wurde eine Änderung des palianischen Einigungsvertrags vorgenommen, die es den Kartellen erlaubte, gewaltfreie Formen der Magie wie Teleportation und Illusionszauber zu betreiben und zu praktizieren. Der Handel mit Strömung an Mairi-Palianer ist ein Verstoß gegen diese Bedingung. Wie kommt das Kartell an all diese Strömung? Das ist eine gute Frage, eine, auf die wir keine Antwort finden konnten. Ihre Lieferanten müssen eine sehr mächtige Organisation sein. Ja, Esha hat es mir einfach aus den halbtoten Krallen gerissen, ne? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das herauszufinden. Ich frage mich, wer sie sind. Es wird sich gut anfühlen, sie zu Fall zu bringen. Der Orden ist eine mächtige Organisation. Wow. Wow, Captain Obvious. Also, was heißt, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das herauszufinden. Ich sag einfach jetzt mal, das ist meine Aufgabe, das herauszufinden. Einfach nur, damit ich was zu tun habe, ne? Also, ist mein Job. Ich melde mich freiwillig. Ja, das ist es. Ich glaube, wir sind der Antwort schon sehr nah. Wie auch immer. Es muss eine ziemliche Herausforderung gewesen sein, den Markt zu infiltrieren und diese Informationen alleine zu beschaffen. Ja, aber voll schlimm. Und könntest du mir vielleicht, ne, so eine kuschelige Umarmung zum Trost und so, ne? Der Orden macht dir für deine Bemühungen, mit diesen kleinen Geste unsere Dankbarkeit eine Belohnung zukommen zu lassen. Ich lese bei dir irgendwie nur Schrott. Der Orden möchte dir für deine Bemühungen mit dieser kleinen Geste unsere Dankbarkeit eine Belohnung zukommen lassen. Unser Herr. Ich hoffe, sie hilft dir auf deine Reisen. Auf deinen Reisen. Boah, es ist auch jetzt mal gut, ne? Also ich habe jetzt 4 Stunden gespielt. Ich werde das Video zwar schneiden, aber boah, die Zunge wird schwer. Obwohl wir noch keine unwiderlegbaren Beweise dafür gefunden haben, dass das Grimalkin-Kartell illegale Geschäfte mit den Mairi-Palianern macht, zweifle ich nicht daran, dass bald eine neue Spur auftauchen wird. Cool, danke. War spaßig. Mir ist aufgefallen, dass sich in letzter Zeit mehr Ungeziefer als sonst um die Daya-Farm versammelt hat. Es gibt nichts in der natürlichen Umgebung, das sie also ansteigen lassen würde, was mich glauben lässt, dass stattdessen etwas Unnatürliches die Ursache ist. Okay. Ungeziefer? Unnatürlich? Ja gut, vielleicht meinst du auch die Chapa-Nester, ne? Also ich interpretiere wieder viel zu sehr in irgendwelche Zeilen rein, ne? Ich liebe ja Subtext, ne? Ich spekuliere ja so unfassbar gerne, dass ich
selbst in irgendwelchen weihnachtsromantischen Schnulzenfilmen, die wie ein Krimi behandeln. Ne? Oh, wer passt da zu wem und was wird passieren? Where can I find... What? Bates. Aina sells for medals or you can wie heißt das? Medals or Ziki sells normal worms. So. Das war lustig. Nielka ist ja letztens aufgefallen, dass bei Ziki da ein Buch rumliegt. Das mir nicht aufgefallen ist. Hallöchen! Viel Spaß bei der Winterlicht. Achso. Hier gibt es keine saisonalen Rabatte. Das ist das, was er mir schon. Ja, genau. Elf macht das Gasthaus und Fass auf. Okay, nee, das ist. Das hatte ich per Brief gelesen. Das haben sie wahrscheinlich da hingelegt, weil man die Briefe eventuell an dem Tag verpasst hat, ne? Und dass die Leute, die hier neu dazugekommen sind von der Switch her, dass die das noch mitkriegen. Statt dass wir 5000 Mal dieselben Briefe übergebraten bekommen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so doof. Jo, gut. Ich bin zwar jetzt neugierig und würde gerne nochmal die angestammten Plätze so abkundschaften. I would advise to see the... Use the cheapest material to produce the worms yourself. Just put them in before you go off and collect the next day or so. Hm? Jo. Ja, klar, also sich selber das erarbeiten ist natürlich am Anfang schon sinnvoll. Andererseits, ich meine, so ein Fisch ist viel, viel wertvoller als so ein Wurm. Also es rechnet sich schon. Und es geht halt schneller. Und man muss sich nicht um irgendwelchen Krempel für die Viecher kümmern, für die Würmer, für die Wurmkisten. Und bei mir ist es ja mittlerweile auch so, ich kaufe gerne einfach bei Ziki den Krempel ein, anstatt dass ich mir das in meinem Samensammler produziere. Das, was ich im Samensammler produziere, das verscherbel ich. So wie Future das mir mal gesagt hat, dass das sehr sich rechnen würde. Und bei den Pfefferschoten stimmt das ja auch. So. Ach, ich kann es ja doch nicht lassen. Komm. Noch einmal hier drüber gehen. Wie gesagt, Kohle. Und dann ist auch gut. Noch treffen, ne? Gut. Alles klar. So. Das
Erst verkaufen. Da habe ich bestimmt schon... Ja, ja, 3 Stück. Ja, komm. Können wir den rausschmeißen. Den... Wenn ich wieder anfange zu übertreiben, ist das Ding wieder voll bis zur Hutkrampe. Ja gut, ich hab's ja im Moment. Ne? Im Moment habe ich es ja dicke hier. Ne? Ich hab so viel Platz, ne? Da ist ihn ganz, ganz toll. So, hier. Ja komm, lass es einfach arbeiten. Lass es einfach arbeiten. Nee. Nee, 24. Da kann man nachschieben. Da kann man nachschieben. Da kann man die Karotten nachschieben. Und da die Tomaten nachschieben. Und dann nehme ich für den guten Shane, nehme ich mal mit. Wenn ich dran denke, nicht aus Versehen wieder Verkauf. So, jetzt ist aber mal gut. Sonst werde ich hier nie wieder fertig. Aber irgendwo hier. Raus damit. Gut. Einen wunderschönen guten Tag erlaube ich mir zu viel. Moment. Oh, sehr schön, danke. Freundlich. So, was hätten wir? Oh, da hätte gerne jemand, witzig, das habe ich gerade eben hier reingestopft. Das machen wir. Da sind wir, haben wir die Spandierhosen an. Goodie. Alles gläschen.